Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Champions League Sticker-Tütchen Unboxing aus dem Jahr 2009-2010. Letztes Mal hatte ich ja auch schon 10 Tüten geunboxed, heute insgesamt 15 und letztes Mal gab es einen kleinen Fail im Video, okay, nicht nur einen, sondern mehrere. Und ich denke mal, die meisten wissen, wovon ich spreche. Und heute möchte ich es besser machen, mal gucken. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem ersten Tütchen. Hier haben wir von Robin Kazan Alexander Bukarov, alles klar, den kenne ich jetzt überhaupt nicht. Und das Geile an dieser Serie, natürlich, ja, ich habe das Album, ich möchte das Sticker-Album voll bekommen, aber man sieht hier Spieler, die halt früher noch gespielt haben und die man früher richtig gefeiert hat, finde ich richtig geil. Also letztes Mal Thierry Henry und so weiter, also da hat man wirklich geile Sticker gezogen. Peter Cvitkovic, alles klar, von Debrecini VSC, sagt mir jetzt gar nichts. Alessandra Klepp, richtig geiler Mann, VfB Stuttgart, früher. Ich glaube, davor hat er bei Barcelona gespielt. Oder danach, ich weiß es nicht. Ich glaube, davor hat er bei Barcelona gespielt. Und dann ist er halt zum VfB Stuttgart gewechselt. Und danach irgendwo in irgendeine komische Liga. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Sami Khedira. Das war, glaube ich, sein erster Verein. Sein erster wirklicher Profiverein von Sami Khedira. Natürlich aktuell bei Real Madrid nicht, sondern bei Juventus Turin. Ja. Und Leute, das war dieses Mal mit Absicht. Ich weiß, dass er bei Juventus Turin spielt. Das sowas hatte ich letztes Mal auch im Video gehabt und das war letztes Mal nicht mit Absicht, da hatte ich das wirklich falsch gesagt. Deswegen, ja, habe ich eben gesagt, Sami Khedira, Real Madrid, natürlich spielt er in der Serie A bei Juventus Turin, Julien Escude von Sevilla. Okay, weiter geht's mit dem zweiten Tütchen. Deswegen habe ich auch am Anfang dieses Videos gesagt, kleiner Fail im letzten Unboxing. Wie gesagt, ich glaube, da hatte ich Hulk gesagt bei Porto, aber der hat bei Zenit gespielt und solche Fehler. Aber, ja Leute, Menschen machen Fehler. Ist halt so. Marius Ilia. Und da kommt man ganz schön durcheinander, weil die Sticker 7 Jahre alt waren. Und die Spieler natürlich nicht in den 7 Jahren nur bei einem Verein waren, wie Ronaldo. Der hat ja 7 Jahre bei Real Madrid jetzt gespielt und wahrscheinlich noch länger. Da kommt man ganz schön durcheinander, weil die Spieler meistens 2-3 Stationen hatten. Und deswegen, ja, Miralem Pjanic. Hier bei Lyon und aktuell bei AS Rom. Reginald Gouraud, okay. Von Standard Lüttich. Misimovic, also der Freistoßschütze, Experte, Pro, wie auch immer, von VfL Wolfsburg damals. Und Mohamed Sarr von Standard Lüttich. Weiter geht's dann mit dem dritten Tütchen und wir ziehen schon wieder den gleichen Spieler, ja, wie letztes Mal, werdet ihr gleich sehen, Marco Donadel von Fiorentina, von Florenz, George Galamatz von Unirea, Urzecini oder irgendwie so, Ellen McGregor, tada, Cristiano Ronaldo. Und ihr seht, Leute, die Sticker sind aus dem Jahr 2009, 2010 und aktuell spielt natürlich Ronaldo immer noch bei Real Madrid, also 7 Jahre Real Madrid, Cristiano Ronaldo, das war ja auch der Titel vom letzten Unboxing, Fernando Navarro, Sevilla. Und Leute, wer gewinnt die Europa League? Nach dem Dortmund Ausscheiden, beziehungsweise nach dem Dortmund Fail quasi, denke ich, dass es Sevilla machen wird. Liverpool glaube ich nicht, dass sie es schaffen. Schlomi Arbeitmann, Junge. Maccabi Haifa, Arbeitmann. Dann Maccabi Haifa, das Logo, Antonio Lopez, Makoto Hasebe und Landry Mulemo. Leute, wenn ich es mal vergleichen kann, habe ich hier einen Sticker. So groß sind die Sticker. Und, wo habe ich hier einen? Hier hinten habe ich einen. Die Limi von Mats Hummels. Okay, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, weil aber die Panini EM-Sticker, die sind noch kleiner. Die sind wahrscheinlich hier nochmal so eine Ecke kleiner. Also früher waren die Sticker größer, wollte ich damit jetzt ansprechen. Dario Dainelli, alles klar, Florenz.
Dann das Manchester United Logo. Michael Silvestre von Arsenal. William Gallas von den Gunners. Geiles Wortspiel. Und Christian Tresch, VfB Stuttgart. Tresch, der raste gegen den Zaun. Spielt aktuell bei Wolfsburg natürlich. Und hier haben wir auch zwei Wolfsburger gezogen. Mal gucken, wer es sein wird. Auf jeden Fall fangen wir an mit Florian Stall von Zürich. Christos Kontis von Apoel. Tel Aviv. Christian Gentner, was für eine Lache. Leute, gönnt euch mal die Lache hier von ihm. So eine künstlich aufgesetzte Lache. Jetzt Christian, lach doch mal. Und hat da hier die Lache rausgequält wahrscheinlich. VfL Wolfsburg, Pablo Ibanez von Atletico Madrid. Ja, und hier hat der Kameramann wahrscheinlich vergessen zu sagen, Thomas, lach mal. Ja, der guckt einfach regungslos. Thomas Karlenberg von VfL Wolfsburg. Und ich weiß aktuell auch nicht, bei welchen Stickertütchen wir uns befinden. Das ist mir auch scheißegal, weil wir hier einen Spieler von Barcelona ziehen. Und Barcelona hatte früher solche geilen Spieler. Ronaldinho hatte 2009, 2010 bei AC Mailand gespielt gehabt. Aber wen gibt es da noch? Barcelona. Eto'o könnte da noch spielen, ich weiß es nicht. Also bei dieser Serie Alessandro Gamberini. Martin Jorgensen. Seydou Keita. Von Barcelona, richtig cool. Serdar Tasci, natürlich aktuell zum FC Bayern München gewechselt. Und dann noch Georg Niedermayer. Irgendwie, er spinnt die Maschinen bei dieser Serie. Irgendwie hat man immer zwei Sticker von einer Mannschaft drin. Hier im Stuttgart, davor Wolfsburg. Mal gucken, ob es jetzt wieder so ist. Maccabi Haifa, Mohamed Gadir, Sidney Govou von Lyon. Von Beşiktaş Fabian Ernst, ein deutscher Spieler. Atletico Madrid Luis Pereira und VfL Wolfsburg Josué. Okay, dieses Mal hatten wir keinen doppelten drin. Mal gucken, ob es dieses Mal wieder so ist. Ja, sage ich ja. Dieses Mal zwei von AC Alkmaar, genau. Zuerst Arsenal hatte ich gedacht, aber AC Alkmaar dieses Mal zwei drin. Fernando Menegaso von Bordeaux. Juan Manuel Vargas. Fiorentina, ich glaube, Vargas spielt ja nicht als aktuell auch noch in der Serie A. Vargas, ich glaube schon. Steen Schaars von Alkmaar und Brett Hollmann von Alkmaar. Und zu guter Letzt haben wir Clichy von Arsenal, der linke Verteidiger, ein französischer linker Verteidiger. Und der ist ja von Arsenal zu Man City gewechselt, zu Manchester City. Und hier im, ich zähle mal ganz kurz durch, wir haben noch 5 Tütchen, also war das hier das 10. Tütchen. Vladimir Davalishvili, Aleska, Maccabi Haifa. Die Spieler von Maccabi Haifa haben die besten Namen. Arbeitmann, Javalishvili, genau. Alman Abdi von Zürich. John Terry, der freut sich erstmal. Erkem Duck von Beşiktaş und zu guter Letzt Leandro Cabrera. Jawolski. So, wieder umdrehen. Ui, da haben wir einen geilen Spieler drin von Barcelona. Hier, Wendell. Ist es der Wendell? Nein, das ist nicht der Wendell, weil der Leverkusen-Wendell wird mit Doppel-L geschrieben und vor 7 Jahren war Wendell 13 Jahre alt oder 14 oder so. Und jetzt geht das Telefon. So, wir sind bei ihm hier stehen geblieben. Nämlich Wendell. Ich hatte da überlegt, ob es der Wendell von Leverkusen ist, aber nein, das ist ja nicht. Erstens wegen dem Namen und zweitens, vor 7 Jahren war Wendell 13, 14 Jahre alt oder so und da hat er noch nicht bei Bordeaux gespielt. Fernando Carvinaghi von Bordeaux. Nicolas Anelka, den fand ich früher richtig, richtig geil. Ja, von Chelsea. Richtig geiler Mann, der Franzose. Bojan Krikic, auch cooler Spieler. Barcelona, der Bojan und zu guter Letzt noch Manuel Almunia von Arsenal. Ich glaube, das müsste ein spanischer Keeper gewesen sein. Weiter geht's dann mit, ui, was ist das denn? Bester Goalkeeper 2005, 2007, 2008, Čech von Chelsea.
Bester Defender 2006, Carlos Puyol. Den kennen wahrscheinlich auch noch viele. War auch ein geiler Verteidiger bei Barcelona. Auch lange Zeit Kapitän dort gewesen. Mamadou Niang von Marseille. Rodrigo Dello. Und Juanito, Atletico Madrid. Und wir nähern uns, jawohl. Jawolski, wir nähern uns langsam dem Ende. Drittletztes Tütchen. Sergei Rychikov von Rubin Kazan. Marouane Chamakh von Bordeaux. Gidrios Arlauskis. Alles klar. Ole Husiev. Klar, noch näher rangehen nächstes Mal beim Fotografieren. Und Niklas Moisander, AC Alkmaar. AZ Alkmaar natürlich. AZ. Ui, da haben wir einen coolen Spieler drin. Den kenne ich aber nur aus FIFA, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben. Hier. Best Goalkeeper 2003 und was heißt FY? Was könnte das heißen? Gianluigi Buffon. FY. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Yanif Katan von Haifa, Maccabi. Und hier Chikawi. 5 Sterne Skiller, 5 Sterne schwacher Fuß, Zürich. Chikawi. Brandau von Marseille. Und danach zu guter Letzt Matthias Delgado von Beşiktaş. Und damit wären wir beim letzten Tütchen, Leute. Alles nochmal schön umdrehen. Roman Charonov von Rubin Kazan. Ansaldi, das ist der linke Verteidiger, der jetzt irgendwo in der russischen Liga spielt. Kann das sein? Ich glaube schon. Argentinischer Linksverteidiger. Ansaldi. David Bellion von Bordeaux. Vasily Berezutsky von CSKA Moskau und Hector Moreno vom AZ Alkmaar. Und das waren 15 Stickertütchen. So schnell kann es gehen. Das sind hier die ganzen Sticker, die wir gezogen haben. Anelka, Ronaldo, Klischi, Bojan Krikic und so weiter und so fort. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüss, Tikowski.